Kämen wir zum nächsten Tagesordnung Nr. 13. Hier geht es um Vergabeplanung, Errichtung, Schulbauvorhaben, berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung. Und da haben wir zunächst einen Ergänzungsantrag der AfD. Der könnte eingebracht werden, wenn gewünscht. Und danach steigen wir ein in die Fraktionsrunde. FDP würde beginnen. In der Fraktionsrunde. Dann wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. AfD, da sind Sie sofort dran. Herr Pickert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, wir sind ja nun endlich froh, dass es mal losgeht im Berufsschulzentrum bei uns da oben, Adel Rostal, und sind auch alle optimistisch, dass auch die Planung und Durchführung des Bauvorhabens relativ zügig von der Hand geht und nie wieder irgendwas vorgeschoben wird, um das weiter hinauszuzögern. Als uns das vorgestellt wurde im Stadtbezirksbeirat Kotta, habe ich dann gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn man sich die Anlage anguckt in der Bedarfsplanung, im Punkt 2.3 Projektabstimmung. Es ist ja damals beschlossen worden, dass das Schloss nicht mehr zum Berufsschulzentrum gehört. Und das soll ja nur irgendwann mal losgehen, dass dort jemand einzieht als Mieter oder als Nutzer. Und demzufolge soll die Zuwägung der Berufsschule anders erfolgen. Das ist natürlich nachvollziehbar aufgrund von Haftungssachen. Wenn man sich allerdings jetzt anguckt, wie die Berufsschule jetzt erschlossen werden soll, wird eben auffallen, klar, wenn ich mit dem Fahrrad komme, mit dem Moped komme, mit dem Auto komme, ist das alles schick. Der Großteil der Berufsschüler kommt aber mit der Linie 90. Die Linie 90 hält oben an der Saalhausener Straße und dann laufen die Schüler normalerweise in die Querstraße rein und sind im Schulgelände. Jetzt ist allerdings geplant, dass die Schulzuwägung hinten über die Straße am Jochö erfolgen soll. Und deswegen haben wir dann gefragt, ob es nicht möglich wäre oder sinnvoll wäre, denn wenigstens irgendwie einen Fußweg zu bauen, was ja erforderlich ist. Irgendwie muss ich ja als Fußgänger dort reinkommen in die Schule. Es gibt nämlich keinen Fußweg auf diesem Straßenabschnitt. Der ist auch in der Prioritätenliste Priorität 1 drin. Allerdings ist die Straße in so einem guten Zustand, dass die Stadt wahrscheinlich dort in den nächsten 20 Jahren nicht anfangen wird, irgendwas an dieser Straße zu machen und demzufolge den Fußweg zu bauen. Deswegen wünschen wir uns oder fordern wir eigentlich, um eine sichere Zuwägung zur Schule zu machen, dass dort ein Fußweg gebaut wird. Platz ist auf dem Schulgelände genügend. Ja, das Schulgelände ist von der Seite her so angeordnet, dass wir eigentlich einen Fußweg hinter der Begrenzungsmauer anlegen können. Den können wir dann auch für die Öffentlichkeit freigeben, was auch im Moment eigentlich kein Problem ist, weil eigentlich, wer das Gelände kennt, es ist eigentlich fast komplett zugänglich für alle Bürger. Und man muss ja auch daran denken, dass in den Abendstunden oder am Wochenende die geplante Turnhalle für die Öffentlichkeit nutzbar sein soll. Und da werden wir hoffentlich auch viele Bürger, die um die Ecke wohnen, zu Fuß hinkommen sehen. Und deswegen möchten wir gerne, dass dort dieser Baubeschluss hier, die Vergabe, Punkt eingefügt wird, dass ein Fußweg mit geplant wird und mit gebaut wird, weil das ist ja wohl das Mindeste, was wir den Schülern an die Hand geben müssen, dass ein Fußweg, dass eine sichere Zuwägung zur Schule erfolgt. Danke. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Frau Schnelzki, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte es ganz kurz machen. Das Berufsschulzentrum Alt-Rostal haben wir hier tatsächlich jetzt schon häufiger auf der Tagesordnung gehabt. Den Beschluss zur Sanierung hatten wir 2018 gefällt, da war ich noch gar nicht im Stadtrat. Und es ist tatsächlich schwer vermittelbar, es ist den Schülerinnen und Schülern schwer vermittelbar, es ist der Schulleitung schwer vermittelbar. Frau Unger als Schulleiterin ist extrem engagiert, hat schon häufiger hier im Stadtrat gesprochen, hat auch Bilder von der Turnhalle gezeigt. Ich glaube, viele von uns waren schon in dieser Turnhalle. Viele von uns können sich nicht so gut vorstellen, wie man dort angemessen Schulsport betreiben kann. Von daher ist das heute, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung. Ich bin froh, dass wir es endlich auf den Weg bringen können. Ich kann es ehrlich gesagt nach wie vor, und es hat mir noch niemand schlüssig erklären können, warum es genau so lange dauert. Das muss man an der Stelle auch noch mal kritisch sagen. Und da müssen wir einfach besser werden, weil es
zu Politikverdrossenheit führt, wenn wir hier Beschlüsse fällen, die jahrelang nicht umgesetzt werden und dann quasi Generationen von Schülerinnen und Schülern durch die Schulen durchgehen und immer wieder gesagt wird, ja, ja, das kommt schon noch, das wird schon noch und jetzt war es irgendwie doch erstmal wieder zu teuer. Von daher bin ich wirklich froh, dass das BSZ Alt-Rostal jetzt mit dieser Priorität im Haushalt ist, dass wir auch heute zumindest mit der Sporthalle diesen wichtigen Schritt gehen und ich glaube, wir werden uns da auch weiter auf diesem Weg bewegen. Der Teilschulnetzplan Berufsschule steht dann auch wieder an. Insofern hoffe ich, dass da ganz schnell wir in der Umsetzung kommen. Ich freue mich sehr, wenn die Turnhalle dann steht und wenn wir da weiterkommen. Und danke der Schulgemeinschaft, danke auch insbesondere Frau Unger für ihren wirklich engagierten Kampf. Vielen Dank. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Nein, CDU, Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrtes Lehrerkollegium und Schülerschaft des BSZ Agrar, sehr geehrte Damen und Herren. Zur Abstimmung steht die Vergabe der Planung und Errichtung einer neuen Einfeldsporthalle in Alt-Rostal an die Stesat. Da früher die Lehrerausbildung am gleichen Standort war, bin ich mit den Verhältnissen dort gut vertraut und kann sagen, die waren schon Anfang der 90er Jahre wenig attraktiv. Das trifft insbesondere auf die Turnhalle zu. Die Notwendigkeit eines Neubaus ist daher unstrittig. Das würde daher auch im Normalfall keinen Bildungspolitiker hier ans Pult locken. Es ist aber eben mehr als nur der Bau einer neuen Turnhalle. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass die Verwaltung und der Stadtrat an dem Projekt der Sanierung des BSZ festhält. Auch wenn in dem neuen Doppelhaushalt trotz großen Budgets dafür nicht die Mittel eingestellt werden konnten. Das ist für alle am Prozess Beteiligten schmerzhaft und ich möchte erneut darauf hinweisen, dass der Sanierungsstau bei Schulen groß ist und wir dringend in diesem Bereich weiterhin große Mittel benötigen. Dennoch gibt es über die Turnhalle hinaus einen Lichtblick. In großer Einstimmigkeit haben alle am Haushalt beteiligten Fraktionen für die Bereitstellung von Planungsmitteln bis einschließlich Leistungsphase 3 votiert. Damit ist neben der Turnhalle auch der Weg für die Sanierung des Gebäudekomplexes geebnet, auch wenn die jetzigen Berufsschülerinnen und Berufsschüler nicht mehr in den Genuss neuer Räumlichkeiten kommen werden. Zumindest bei der Turnhalle besteht aber eine realistische Chance, die Einweihung 2025 zu erleben. Dann möchte ich noch mal kurz auf den Ergänzungsantrag der AfD eingehen. Der ist für mich schlicht und ergreifend unredlich. Die Vergabe einer Turnhalle, mag man jetzt darüber streiten, ob die in einem Sinnzusammenhang steht, mit der infrastrukturellen Maßnahme einen Fußweg dort zu errichten. Aber das allein wäre noch nicht unredlich. Unredlich ist es, einen Ersetzungsantrag mit komplexem Inhalt nicht in den Ausschuss zur Diskussion und vertieften Beschäftigung einzureichen, sondern 13.30 Uhr per Mail für die Stadtratssitzung nachreichen zu lassen. Das ist Kalkül. Wir können nicht prüfen, müssen also ablehnen, damit Sie draußen erzählen können, dass die Stadträte anderen Fraktionen nicht wollen. Es geht bei diesem Verfahren aber auf Ihre Kappe, dass dieser Fußweg nicht kommt. Ablehnung dazu, ansonsten bitte ich um Zustimmung. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Herr Nietzsche, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir sprechen, wenn wir über die sportlichen Möglichkeiten, also die Möglichkeiten des Sportunterrichts in Alt-Rostal sprechen, im aktuellen Zustand von keiner Halle, sondern, meine Damen und Herren, wir sprechen von einem Stall. Das sollte keiner derjenigen, die sich hier an der Debatte beteiligen, beziehungsweise diejenigen, die davon vielleicht etwas weniger wissen, vergessen. Der Zustand ist katastrophal und dieser erste Schritt, der jetzt erfolgt für Alt-Rostal, für die Schule, für die Lehrer, für die Schulgemeinschaft, der ist das Mindeste, was man für die Lehrer und die Schüler des Berufsschulzentrums tun kann und tun sollte.
Versprechen und Beschlüsse gibt es bezüglich Alt-Rostal schon seit Jahren, wenn nicht gar seit Jahrzehnten. Wer vor wenigen Wochen mit in Alt-Rostal war zu einer Gesprächsrunde, der ist auch damit konfrontiert worden, dass den Lehrern dort schon in den 90er Jahren Planungen von Seiten der Stadt vorgelegt wurden. Aber was man nach den Planungen bekommen hat, das sind Verzögerungen bzw. nichts. Auch in jüngster Zeit kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Ich möchte nur daran erinnern, 2019 hat der Stadtrat einen SPD-Antrag von 2018 beschlossen, dass bezüglich der Planungen und der Sanierung zügig vorangegangen werden soll, aber in den beschlossenen Haushalten, sowohl 2021, 2022 als auch 2023, 2024, wurden keine Mittel dafür eingestellt, die für Planung und Sanierung reichten. Das darf man nicht vergessen, auch nicht, welche Bürgermeister insbesondere für die Haushalte zuständig gewesen sind. Ich freue mich aber jetzt über den Beschluss. Ich freue mich auch sehr über die Ergänzung unter den Punkten 4 und 5. Man sieht, dass diejenigen, die das eingebracht haben, sehr gut zugehört haben, was zum Beispiel der Stadtbezirksbeirat in Cotta gefordert hat, nämlich eine etappenweise oder auch abschnittsweise Planung und Realisierung. Wir werden den Punkten 4 und 5 auch anstelle an der Position 4 und 5 zustimmen, genauso wie dem gesamten Ausschussbericht. Bezüglich des Ergänzungsantrages der AfD bitte ich sozusagen, vielleicht kann der Einreicher das diesbezüglich noch mit aufnehmen, dass aus diesem Punkt 3 ein Punkt 6 wird und dass wir aus dem Auftrag zur Planung und Errichtung einen Prüfauftrag machen, der eben solche Planung und Errichtung auf dem Gelände der Schule prüft. Innerhalb des Stadtbezirksbeirates gab es erst kürzlich eine Diskussion bezüglich des dort fehlenden Stückes Fußweg, der Problematik der Grundstückseigentümerschaften links und rechts der Straße, die zum großen Teil in Privathand sind, die teure Ankaufs- und Planungsverfahren erfordern. Und im Rahmen der Planung für den weiteren Ausbau in Alt-Rostal wäre, glaube ich, genau der richtige Punkt, um diesen Ansatz des Fußweges auf dem Gelände, auf dem kommunalen Gelände weiter zu verfolgen. Insoweit die Bitte an die einreichende Fraktion aus dem Beschlusspunkt 3 laut ihres Antrages einen Prüfauftrag zu machen und diesen als Beschlusspunkt 6 noch mit anzufügen. Soweit von dieser Stelle. Ich wünsche uns allen jetzt hier einen guten Beschluss mit großer Mehrheit in allen 6 Punkten. Und ich wünsche den Damen und Herren Lehrern, die an der Berufsschule sind und die jetzt noch einige Jahre dort bleiben, dass sie das, wovon sie seit Jahren hören, auch endlich einmal erleben. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde SPD-Fraktion, Frau Frohwitz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Stream, insbesondere liebe Lehrerinnen und Lehrer des Berufsschulzentrums Alt-Rostal. Jetzt musste ich mich doch noch mal zu Wort melden. Ich hatte eigentlich gehofft, das wäre so ein klassischer Tagesordnungspunkt, den man ohne Debatte machen kann, aber das hatte man ja schon gesehen, dass das nicht gelingen wird. Eigentlich wollte ich nicht viel sagen, weil ich mir seit vielen Jahren für dieses Berufsschulzentrum hier den Mund fusselig geredet habe, aber ich stelle jetzt mal fest und freue mich sehr darüber, wie viele hier im Saal sich seit vielen Jahren für diese Schule einsetzen und mit voller Überzeugung hier vorne stehen. Das ist ja toll zu beobachten. Noch schöner zu beobachten ist, dass ich das mal erleben dürfte. Die AfD ist echt ihrer Zeit voraus. Das
kriege ich noch nicht so ganz zusammen. Wir reden jetzt hier gerade über die Vergabe und Planung und Realisierung der Sporthalle. Wenn wir schon so weit wären, das ist ja einer der Punkte, die im Ausschuss auch sehr einhellig da angehangen wurden, sind über das Gesamtprojekt und die Gesamtmaßnahme zu reden, dann können wir auch gerne über die Fußwege reden, aber an dem Punkt sind wir leider noch nicht. Was mir noch mal wichtig ist, hier zu sagen, das ist nicht nur aus meiner Sicht der schönste Schulstandort, den wir in Dresden haben, sondern es ist auch eine Schule, bei der Lehrerinnen und Lehrer unter wirklich schwierigen Rahmenbedingungen, formulieren wir das mal so, tolle Leistungen erbringen, tolle Preise werden dort errungen, dort sind ehemalige Azubis regelmäßig Berufsmeister, Meisterinnen ihrer Berufe und ich glaube, das sollte uns allen Verpflichtung sein, der Kollege hat es ja schon gesagt, dass wir endlich dort auch Wort halten. Wir haben hier übrigens einen gemeinsamen Antrag von Linken, Grünen und SPD 2019 beschlossen und eben genau das auf den Weg gebracht und zwar damals tatsächlich auch einstimmig hier in diesem Saal. Berufsschulzentren hatten davor ja nicht unbedingt so viel Aufmerksamkeit, aber wir müssen da jetzt tatsächlich auch mal Wort halten und deswegen ist es auch wichtig, das hat die Verwaltung ja auch zugesagt, gemeinsam mit der Stesat dort nochmal zu prüfen und alle Maßnahmen in Betracht zu ziehen, dass diese Sporthalle, über die wir heute sprechen, die soll nämlich erst im Jahr 2026 fertig sein, tatsächlich auch eher realisiert wird. Und dann wird eben darüber gesprochen, dass wir 2030 über die Gesamtsanierung des Areales sprechen. Das ist natürlich viel zu spät und lieber Kollege Nitsche, da hört man im Ausschuss vor allen Dingen sehr aufmerksam zu. Wir diskutieren, glaube ich, gemeinsam in diesem Ausschuss schon seit 2 Jahren über diese etappenweise Realisierung. So ehrlich sollte man hier auch sein. Und eins möchte ich auch noch mal richtigstellen. Wir haben sowohl im Haushalt für 2021, 2022 als auch im Haushalt jetzt wieder für 2023, 2024 natürlich Planungsmittel eingestellt, um eben tatsächlich diese Weiterentwicklung und Gesamtsanierung voranzubringen. Wenn wir aber gesagt bekommen, dass wir dort über 2030 reden, ist es einfach unseriös, jetzt zu sagen, es ist kein Geld im Haushalt eingestellt für die Gesamtsanierung dieses Projektes. Ja, natürlich nicht, weil die Planungen einfach nicht an dem Punkt sind, dass wir dort eine Realisierung machen. Aber wichtig ist, dass die Planungsmittel eingestellt sind und das haben wir auch getan. Und deshalb nochmal hier in den virtuellen Raum an alle Lehrkräfte dort an dieser Schule. Wir hoffen, Sie müssen nicht mehr allzu lange durchhalten, dass Sie jetzt auch neben den MRE, die in den letzten Jahren dort ja entstanden sind, auch Fortschritte tatsächlich sehen mit einer hoffentlich sehr bald entstehenden Sporthalle und hoffentlich sehr bald auch einer kompletten Planung für die Gesamtrealisierung. Dankeschön für Ihre Arbeit und auch Ihnen schöne Weihnachten. So, damit ziehen wir durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldung, Herr Pinkert. Also Herr Dietze, Sie haben gehört, wir sind manchmal auch, denken vorneweg mit oder machen mit oder wie Sie es gerne möchten. Der Punkt ist der, warum haben wir das jetzt erst gebracht und das ist, haben Sie ja schon gestern gehabt, hätten Sie auch durchlesen können. Wir haben gestern ganz viele Ersetzungs- und Ergänzungsanträge bekommen. Ich hatte erwähnt, dass wir das im Stadtbezirksbeirat Cotta mit der Verwaltung besprochen haben und die Verwaltung hat dort gesagt, wir nehmen das mit und werden das wahrscheinlich noch in die Vorlage einarbeiten, egal ob als Planung und Umsetzung oder als Prüfauftrag. Wir haben gehofft, dass noch eine Änderung kommt von Seiten der Verwaltung. Ist nicht gekommen. Deswegen habe ich dann zu meiner Fraktion gesagt, am Montag, passt mal auf, ich bringe am Dienstag einen Zettel mit, da machen wir was, weil es soll ja eine sichere Zuwägung erfolgen. Haben wir gemacht. Jetzt sagen Sie, Sie brauchen mehr Zeit. Dann nehmen Sie sich Zeit, machen Sie 5 Minuten Auszeit. Das ist nur ein kleiner Schritt. Und wir folgen gern dem Herrn Nitsche mit dem Vorschlag, dass wir einen Prüfauftrag daraus machen. Weil, wie schon gesagt, es kann nämlich sein, dass es auch vorher schon erforderlich wird, bevor überhaupt die Turnhalle gebaut ist, da hat der Nietzsche recht, da eventuell die Vermietung eher vonstatten geht von dem Schloss. Ja? Also nehmen wir das gern mit, statt Planung und Umsetzung machen wir einen Prüfauftrag daraus für die Verwaltung und natürlich auch als Punkt 6 statt als Punkt 3, also kann hinten ran geschoben werden. Hauptsache, der Fußweg wird mit in Planung aufgenommen und irgendwann mal ist dort einer da. Danke. So, weitere Wortmeldung, Herr Dietze. Ich würde es gleich von hier aus machen.
Wir haben ja hier offensichtlich ein Problem, was Herr Pinkert anspricht, was den Verwaltungsgang angeht. Ich hätte ja gerne mal die Stellungnahme der Verwaltung selber gehört. Also nur bezüglich des Fußweges, die Turnhalle ist ja unstrittig. Also vielleicht mal grundsätzlich, wenn die Bildungsverwaltung was zusagt, bin ich das und nie ein Sachbearbeiter. Das gilt insbesondere in der Zusammenarbeit mit den Fraktionen beziehungsweise auch mit den Mitgliedern des Stadtbezirkes. Deswegen kann ich nur sagen, an mich ist so eine Bitte nicht herangetragen worden, auch nicht aus dieser Sitzung des Stadtbezirksbeirates. Im Übrigen möchte ich darauf verweisen, Dana Frohwiese hat es schon gesagt, wir haben jetzt, und da bin ich genauso hinterher, hoffentlich bald die Gesamtplanung da, die Bedarfsplanung, die wird das enthalten, wie die Zuwägung. Ich höre heute auch das erste Mal, dass jemand gesagt hätte, wenn wir Rosthal anders belegen werden, dass dort nicht der Eingang sein soll. Das ist mir völlig unbekannt. Insofern warten wir mal die Bedarfsplanung für das Gesamtgelände ab. Dort wird in enger Zusammenarbeit auch mit GB6 und insbesondere dort dem Straßen- und Tiefbauamt zusammengearbeitet und überlegt, was ist notwendig, um bestimmte Zuwägungen zu verändern. Was jetzt wichtig ist für die Sporthalle, dass ein Zugang auch von der Seite stattfindet, dass ich nie über den Hof fahren muss. Das gilt vor allen Dingen für die Vereine, das gilt nicht für die Schülerinnen und Schüler. Deswegen ist aus meiner Sicht es erstmal nicht notwendig, einen Zusatzbeschlusspunkt zu fassen, weil ohnehin das Bestandteil der Bedarfsplanung für den Gesamtkomplex sein wird. Soweit noch die Antwort aus der Verwaltung. Weitere Wortmeldung. Ich sehe Sie, Herr Pinkert, aber Sie haben schon zweimal zum Sachverhalt gesprochen und unsere Geschäftsordnung sieht nur zwei Redebeiträge pro Sachverhalt pro Stadträtin oder Stadtrat vor. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht sehen. Dann kämen wir zur Abstimmung. Wohlweislich der Antrag der AfD angepasst auf einen Prüfauftrag und als Punkt 6. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 43 Nein, keine Enthaltung, hätte damit keine Mehrheit gefunden. Damit kommen wir über den unveränderten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Nein, keine Enthaltung, damit einstimmig so beschlossen. Herr Breuer. Ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben. Herr Dönhase, ich würde Ihnen mal empfehlen, Ihre eigenen Dokumente, die aus Ihrem Geschäftsbereich kommen, auch mal zu lesen. Eine persönliche Erklärung. So. Und da steht zum Beispiel drin, das ist hier rot eingezeichnet, Zufahrtsschloss, abgetrennt vom Schulstandort. Das ist genau das, was der Herr Pinkert meinte. Aber es werden hier die abenteuerlichsten Versuche unternommen, einen Antrag der AfD abzulehnen. Ist halt so, das ist Ihr Verständnis von Demokratie. Aber es freut mich zumindest, dass in der Sache die Einigkeit besteht, dass man irgendwann diesen Weg wahrscheinlich dann doch bauen wird, nur eben dann nie auf unserem Antrag, aber letztendlich nützt dann den Schülern und damit sind wir zufrieden.